Herzlich willkommen zu unserem heutigen Trainingsvideo. Im heutigen Video zeige ich Ihnen, wie Sie per FTP auf einen USB-Speicher zugreifen können bzw. aufnehmen können, der sich an einem Speedport-Telekom-Router befindet. Im ersten Schritt schließen Sie bitte Ihren USB-Speicher, das kann ein USB-Stick sein oder auch eine USB-Festplatte, bitte an den Router an. Sie haben dazu an der Seite Ihres Telekom Speedport Routers oder auf der Rückseite entsprechend einen USB-Anschluss. Als nächstes müssen wir uns am Speedport Router anmelden. Dies können wir tun, indem Sie auf die IP-Adresse des Routers zugreifen. Dazu tragen Sie bitte ein im Webbrowser die IP-Adresse 192.168.2.1 oder, um es etwas einfacher zu machen, können Sie auch eingeben speedport.ip. Sie sehen, wir kommen dann auf die Weboberfläche unseres Routers. Hier müssen Sie jetzt das Passwort eintragen. Das Gerätepasswort finden Sie entweder auf der Rückseite Ihres Routers, auf dem Aufkleber, oder sofern Sie dies schon geändert haben, tragen Sie bitte hier jetzt Ihr Passwort ein. Wir können uns dann an unserem Router anmelden. In unserem Fall tun wir jetzt einfach diesen Assistent hier einmal abbrechen und Sie sollten dann diese Oberfläche sehen. Als nächstes müssen wir jetzt einmal überprüfen, ob unser USB-Speicher auch erkannt wurde von dem Speedport-Router. Sie sehen jetzt hier, dass ein Gerät an den USB angeschlossen wurde. Das ist hier dieser eine externe Datenträger. Aber um das nochmal etwas genauer zu prüfen, können Sie jetzt hier oben rechts auf Heimnetzwerk klicken und hier auf der linken Seite auf den Punkt Netzwerkspeicher. Wir können uns jetzt hier eine Übersicht anzeigen lassen von Netzwerkspeichern. Es ist bei den meisten Telekom Speedport Routern ist es möglich, bis zu 2 USB-Speicher anzuschließen. In unserem Fall haben wir jetzt einfach mal einen USB-Stick angeschlossen. Sie sehen, es wurde hier ein SanDisk USB-Stick erkannt. Und wir haben noch ca. 29 GB frei. Als nächstes müssen wir jetzt einen Benutzer anlegen. Dieser Benutzer muss später in der Kamera eingetragen werden und wir müssen jetzt diesem Benutzer das Recht zuweisen, auf diesen USB-Stick aufnehmen zu können. Dafür gehen Sie hier im unteren Bereich auf den Punkt Benutzer verwalten. Hier haben wir jetzt schon einen Benutzer. Ich tue diesen einfach mal rauslöschen, damit ich Ihnen das aufs Neue zeigen kann, wie wir diesen entsprechend anlegen. Bitte wählen Sie jetzt hier neuen Benutzer anlegen. Wir haben jetzt hier einen Benutzernamen, den wir vergeben können. In unserem Fall machen wir das einfach mal wie eben auch der Benutzer Insta. Und als Passwort vergeben wir einfach einmal Test 1234. Bitte achten Sie, dass beim Speedport-Router das Passwort mindestens 8 Zeichen haben muss. Als nächstes müssen wir jetzt noch hier unten den FTP-Zugriff erlauben. Dafür machen Sie hier ein Häkchen rein und sofern Sie auch übers Internet auf den FTP-Speicher zugreifen möchten, müssten Sie jetzt hier auch noch ein Häkchen reinmachen. In unserem Fall wollen wir einfach jetzt nur, dass lokal in Ihrem Netzwerk die Kamera auf den USB-Speicher die Daten übertragen kann. Wir gehen jetzt hier auf den Punkt Speichern und bekommen jetzt von dem Speedport-Router den Ordner angezeigt, in dem sich unsere Aufnahmen befinden. Wir haben jetzt hier einmal unser Laufwerk, was diesen Namen hat. Und auf unserem USB-Stick befindet sich jetzt ein Ordner, der heißt Benutzerordner. Und darin befindet sich ein Unterordner und der heißt Insta. Und in diesen würden jetzt die Aufnahmen gespeichert werden. Das heißt, sofern Sie jetzt diesen USB-Speicher mit Ihrem PC zu einem späteren Zeitpunkt verbinden, dann müssen Sie in diesen Ordner reingehen, Benutzerordner und in Ihren Unterordner, der da ist immer der gleiche wie der Benutzername, den Sie hinterlegt haben. In unserem Fall ist es jetzt Insta und jetzt wählen wir einfach hier mit OK, bestätigen wir das Ganze. Sie sehen jetzt, wir haben hier einen Benutzer festgelegt, der ist jetzt gespeichert worden auf dem Speedport.
Und das waren jetzt eigentlich schon auch soweit die Einstellungen, die wir auf dem Speedport-Router machen müssen. Das heißt, wir müssen nur den USB-Stick verbinden und einen Benutzer anlegen, der auf diesen USB-Stick Zugriff hat. Im nächsten Schritt gehen Sie jetzt hier auf die Kamera. Ich habe jetzt hier einfach schon mal eine Kamera geöffnet und das ist jetzt eine HD-Kamera. Sofern Sie eine VGA-Kamera haben, schauen Sie einfach etwas später. Am Ende dieses Videos erkläre ich Ihnen auch nochmal, wie Sie das in eine VGA-Kamera hinterlegen können. Wenn Sie jetzt eine HD-Kamera haben, klicken Sie hier auf der linken Seite auf den Punkt Alarm und dort auf den Punkt FTP. Im ersten Feld müssen wir jetzt einen FTP-Server hinterlegen. Der FTP-Server ist in diesem Fall unser Speedport-Router. Das heißt, wir müssen jetzt hier die IP-Adresse von unserem Speedport-Router eintragen. Die Standard-IP-Adresse ist die 192.168.2.1. Sofern Sie diese irgendwann in Ihrem Router einmal geändert haben, müssen Sie hier natürlich die richtige Adresse eintragen. Alternativ können wir hier aber auch, wie auch vorhin, speedport.ip eintragen. Der Port 21 ist der Standard-FTP-Port, den können wir so belassen. Das FTP-Verzeichnis wäre jetzt in unserem Fall das Heimatverzeichnis des Benutzers. Das heißt, wir haben jetzt hier, ich gebe einfach mal den Benutzer ein, den wir angelegt hatten. In unserem Fall war das Insta, das Kennwort, Test 1234. Das müssen wir nochmal bestätigen. Und jetzt nochmal auf den Ordner drauf zu kommen. Der Ordner ist ja schon festgelegt. Wir hatten vorhin gesehen, der Name ist Benutzerordner und dann, da ist ein Unterordner drin in dem Benutzerordner, der heißt Insta. Und in diesen Ordner würden die Aufnahmen gespeichert werden. Wenn wir das wollen, dann müssen wir jetzt hier beim FTP-Verzeichnis nichts weiter eintragen. Ich erkläre nachher aber auch nochmal eine Alternative, gerade wenn Sie mehrere Kameras haben, macht es hier Sinn, etwas einzutragen, aber das erkläre ich Ihnen dann im späteren Zeitpunkt. Wir haben jetzt hier unten mit der neuesten Firmware die Möglichkeit, eine FTP-Ordnerstruktur festzulegen. Bedeutet, die Kamera sendet jedes Alarmvideo in unseren Ordner Insta. Wenn die Kamera das jetzt für ein paar Wochen, Monate macht, dann haben wir Tausende oder Hunderte von Dateien innerhalb unseres Ordners Insta. Das kann nach einer Zeit lang natürlich relativ unübersichtlich werden. Also wenn Sie möchten, dass alle Dateien in ein Verzeichnis aufgenommen werden, dann können Sie das so belassen. Sie haben jetzt hier aber auch die Möglichkeit zu sagen, dass für jeden Tag ein neuer Ordner erstellt werden soll. Das würde bedeuten, die Kamera legt innerhalb unseres Ordners Insta für jeden Tag einen Ordner an mit dem Datum des Tages als Namen. Das heißt, wir haben dann einen Ordner, der heißt 2015, 10.18 für das heutige Datum. Und innerhalb dieses Ordners werden dann die ganzen Aufnahmen gespeichert. In unserem Fall wählen wir jetzt einfach mal alle Dateien in ein Verzeichnis aus und tun das Ganze bestätigen. Anschließend, nachdem wir das bestätigt haben, können wir jetzt hier das Ganze einmal testen und Sie sehen, es ist erfolgreich. Um das Ganze jetzt zu testen, können wir einmal unseren USB-Speicher aufrufen. Leider ist das so direkt über den Speedport-Router nicht möglich. Das bedeutet, wir müssen per FTP einfach über den Webbrowser einmal zugreifen. Alternativ dazu können Sie auch den USB-Stick aus dem Router rausziehen, in den Computer reinstecken oder Sie können auch den USB-Stick als Netzlaufwerk einbinden in Ihren PC oder Mac. Dazu schauen Sie sich aber am besten das Handbuch an von Ihrem Telekom-Router, wie Sie diesen USB-Speicher als Netzlaufwerk einbinden können. In unserem Fall öffnen wir das Ganze einfach einmal im Webbrowser. Wir machen einen neuen Tab auf und hier tun Sie jetzt eingeben, anstatt HTTP tun wir jetzt hier eintragen FTP, weil wir wollen ja per FTP zugreifen, dann einen Doppelpunkt, slash slash und jetzt tragen wir ein die IP-Adresse von unserem Router oder alternativ können Sie auch speedport.ip eingeben. Wir tun Enter drücken
und können uns jetzt hier anmelden mit unserem FTP-Benutzernamen und unserem Passwort, in unserem Fall Test1234. Und Sie sehen jetzt hier, dass sich jetzt hier eine Datei befindet. Wir sind jetzt bereits in dem Ordner Benutzerordner und im Unterordner Insta, weil das ist das Heimatverzeichnis dieses Benutzers. Also wir melden uns mit diesem Benutzer an und sind dann schon in diesem Ordner drin. Und hier haben wir jetzt eine Aufnahme. Das ist das Testbild, was wir gerade gesendet haben. Sie sehen hier vorne am Dateinamen ist ein T. Das bedeutet, dass es sich hierbei um einen Test handelt. Und wir haben jetzt das Bild. Das können wir auch einmal abrufen und sehen jetzt hier unser Bild. So, das war es jetzt an sich schon soweit, dass die Kamera aufnehmen kann per FTP. Wir können, ich zeige Ihnen jetzt aber, wie Sie das Ganze in der Kamera aktivieren können, dass die Kamera zum Beispiel bei einer Bewegung Ihnen den Alarm dann per FTP sendet. Wir schließen jetzt hier in der Kamera einmal die FTP-Konfiguration und wechseln jetzt hier auf den Punkt Alarm und dann Aktionen. Unter Alarmaktionen können Sie festlegen, was die Kamera bei einem Alarm machen soll. In unserem Fall möchten wir, dass die Kamera uns ein Video sendet an den FTP-Server. Das heißt, wir tun jetzt hier ein Häkchen reinmachen. Sofern Sie auch möchten, dass die Kamera Ihnen ein Bild sendet per FTP, also mehrere Bilder, dann müssten Sie diese Option aktivieren. Sie können auch beide gleichzeitig aktivieren, aber im Normalfall reicht es, wenn man zum Beispiel sich ein Video senden lässt. Wenn Sie das aktivieren möchten, machen Sie auch hier ein Häkchen rein. Und hier unten haben Sie die Möglichkeit festzulegen, wie viele Bilder Sie per FTP bekommen möchten, wenn ein Alarm ausgelöst wird. In unserem Fall möchten wir jetzt einfach nur mal ein Video bekommen und wir tun das Ganze jetzt hier unten bestätigen. Wir schließen dieses Menü und jetzt müssen wir noch den Bereich auswählen, in dem die Bewegungserkennung stattfinden soll. Das heißt, momentan würde die Kamera keine Bewegungen erkennen. Sie sehen hier oben die Alarmbereiche 1, 2, 3, 4 sind alle deaktiviert. Sofern einer davon aktiviert sein würde, würde er rot leuchten. Wir gehen jetzt hier auf den Punkt Alarmbereiche. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Alarmbereich festzulegen. Also wir können sagen, im Bild, wo soll im Bild eine Bewegungserkennung stattfinden? Ich tue jetzt einmal diesen Bereich 1 aktivieren und Sie sehen, das komplette Bild wird rot. Das bedeutet, die Bewegungserkennung momentan würde über das komplette Bild stattfinden. Also wenn sich irgendwo im Bild irgendwas bewegt, haben Sie hier auf der rechten Seite die Möglichkeit, die Empfindlichkeit einzustellen. Und wenn dann die Kamera auslöst, würde sie per FTP ein Video übertragen. Wir wollen das jetzt aber nicht über das ganze Bild machen, sondern wir möchten nur einen kleinen Bereich auswählen und dann tun Sie einfach die linke Maustaste mit im Bild gedrückt halten und Sie können sehen jetzt hier diesen roten Rahmen. Den können wir entsprechend um unser Objekt ziehen. Das bedeutet, nur wenn sich jetzt in diesem roten Feld irgendwas verändert, dann würde der Alarm ausgelöst werden. Wir tun das Ganze jetzt hier einmal bestätigen und gehen jetzt einmal auf das Live-Video. Sie sehen jetzt hier oben im oberen Bereich leuchtet die 1 rot, bedeutet unser Alarmbereich 1 ist aktiv. Und wir können jetzt einfach einmal einen Alarm auslösen. Ich gehe dazu einfach mal mit dem Finger vor das Objektiv. Und die Kamera würde jetzt entsprechend einen Alarm auslösen und dieses Video dann per FTP an unseren USB-Speicher senden. Wir wechseln dazu jetzt einmal hier oben auf unseren FTP-Speicher und gehen hier einfach einmal auf Aktualisieren. Sie sehen jetzt, dass sich hier jetzt ein Video befindet. Das ist unser Alarmvideo. Sie können das auch erkennen, dass vorne am Anfang des Namens ein A steht für Alarm. Das war jetzt soweit die Aufnahme mit einer Kamera. Das heißt, diese Kamera würde jetzt durchgehend, wenn ein Alarm stattfindet, das Video hierhin übertragen. Wenn Sie aber jetzt mehrere Kameras haben, dann macht es Sinn, dass die unterschiedlichen Kameras auch in unterschiedliche Ordner aufnehmen. Sonst haben Sie einen großen Ordner mit Tausenden von Aufnahmen und Sie haben keinen Überblick mehr, was von welcher Kamera kam.
Um das in unterschiedliche Ordner aufzunehmen, gehen wir jetzt noch einmal zurück auf die Kamera. Wir tun den Alarm einmal deaktivieren. Das können wir hier oben einfach machen. Wir sehen jetzt, diese 1 ist nicht mehr rot und wieder grau. Und wir gehen jetzt hier nochmal auf den Punkt Alarm und auf den Unterpunkt FTP. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben 3 Kameras, dann würden Sie bei der ersten Kamera auch diese Daten so eintragen, aber anstatt jetzt in das Hauptverzeichnis Insta in diesem Ordner Benutzerordner zu schreiben, sagen wir jetzt hier einfach, wir möchten in den Ordner Kamera 1 reinschreiben. Dahinter müssen Sie noch ein Slash machen. Wir tun das Ganze jetzt bestätigen und unsere HD-Kamera würde jetzt bei einem Test diesen Ordner anlegen in unserem Ordner Insta und dann sollten wir diesen jetzt hier sehen, wenn wir das einmal aktualisieren auf unserem FTP-Speicher. Sie sehen jetzt hier, wir haben hier einen Unterordner, Kamera 1 und hier drinnen befindet sich jetzt eins, das Testbild. So, wenn Sie jetzt mehrere Kameras haben, dann tun Sie das Ganze einfach bei der nächsten Kamera wiederholen, tun Sie aber einfach anstatt Kamera 1, Kamera 2 reinschreiben oder Kamera 3. Ich zeige Ihnen das einfach hier nochmal mit. Wir gehen auf Bestätigen, gehen auf unseren Test, erfolgreich und jetzt sollten wir hier auch einen Kamera 3 Ordner finden. Den sehen wir jetzt auch hier und wir können den auswählen und entsprechend einmal das Testbild öffnen. Das war es soweit, wenn Sie mehrere Kameras haben. Sie können natürlich auch für jede Kamera einen Benutzer anlegen auf dem Speedport-Router. Ich gehe dazu gerade nochmal in den Speedport-Router rein. Wir gehen hier nochmal auf das Heimnetzwerk oben rechts, nochmal auf den Netzwerkspeicher. Und hier haben wir ja unsere Benutzer-Insta. Wir können rein theoretisch jetzt auch einen neuen Benutzer anlegen, zum Beispiel Insta 2. Und der würde dann einen neuen Ordner bekommen. Ich tue das Ganze einmal machen, um es Ihnen kurz zu zeigen. Tun wir den FTP-Speicher aktivieren. Und Sie sehen jetzt, dass wir jetzt einen neuen Ordner haben. Das wäre dieser Benutzerordner. Und anstatt hier jetzt den Ordner Insta, haben wir jetzt hier den Ordner Insta 2. Und wenn Sie diese Daten jetzt, also einfach nur das hier rauslöschen, den Benutzernamen Insta 2 nennen und das Ganze bestätigen, dann können wir jetzt in diesen Ordner von diesem Benutzer 2 reinschreiben. Ich würde Ihnen aber empfehlen, dass Sie einfach nur einen Benutzer vergeben für alle Kameras und dann entsprechend hier einfach den Unterordner reinschreiben für die jeweilige Kamera. Sofern Sie eine HD-Kamera haben, war es das jetzt an sich soweit, was Sie alles wissen müssen. Wenn Sie eine VGA-Kamera haben, dann zeige ich Ihnen jetzt hier anhand eines Beispiels bei der VGA-Kamera, was Sie wo eintragen müssen. In der VGA-Kamera gehen Sie bitte hier auf der linken Seite auf den Punkt Alarm und hier auf den Unterpunkt FTP. Wie auch bei der HD-Kamera müssen wir jetzt hier die IP-Adresse unseres Telekom-Routers eintragen oder aber Sie geben ein speedport.ip. Wir machen das jetzt hier einfach mal mit der IP-Adresse unseres Routers, die 192.168.2.1 und der FTP-Port ist die 21. Unser Benutzername ist in unserem Fall Insta, den wir angelegt haben und das Passwort wäre test1234. Als Upload-Ordner können wir uns jetzt hier entweder das leer lassen, dann würde in das Hauptverzeichnis dieses Benutzers reingeschrieben werden oder wir können hier reinschreiben slash und dann test VGA und dann nochmal ein slash. Bitte beachten Sie aber, dass Sie bei der VGA-Kamera, anders als bei der HD-Kamera, die VGA-Kamera kann keinen Ordner anlegen auf dem FTP-Speicher. Bedeutet, Sie müssten als erstes diesen Ordner händig anlegen, indem Sie zum Beispiel den FTP, den USB-Stick oder die USB-Festplatte an Ihren PC anschließen und dort entsprechend diesen Ordner, zum Beispiel jetzt Test VGA, im Ordner, Benutzerordner, Insta und dort legen Sie dann den Ordner Test VGA an. Wenn Sie aber schon einen Ordner haben, wie in unserem Fall, wir haben ja schon diesen
Ordner Kamera 1 und Kamera 3, den wir vorhin mal festgelegt hatten bei den HD-Kameras, dann können wir auch einfach diesen Ordner Kamera 3 hier einmal eingeben. Wir gehen jetzt hier auf Bestätigen und drücken jetzt hier einmal auf Test. Wir sehen, der Test ist erfolgreich. Und wenn wir jetzt einmal hier oben wechseln auf unseren FTP-Speicher und gehen auf den Ordner Kamera 3, dann sehen Sie jetzt hier, dass hier ein neues Testbild drin ist. Und wir können das einmal öffnen und Sie sehen, das ist von der VGA-Kamera. Wenn Sie jetzt mehrere Kameras haben, also von den VGA-Kameras, dann müssten Sie einfach vorab mehrere Ordner anlegen, wie jetzt Kamera 3, Kamera 1, Kamera 2, auf dem USB-Stick oder USB-Festplatte und können dann in diesen jeweiligen Ordner mit der jeweiligen Kamera reinschreiben. Sofern wir in das Hauptverzeichnis reinschreiben möchten, lassen Sie einfach dieses Feld Upload-Ordner leer. Ich tue Ihnen das gerade noch mal kurz zeigen. Wir gehen jetzt hier noch mal auf den Hauptordner. Sie sehen jetzt, hier sind nur diese drei Dateien. Und wir tun jetzt einfach hier einmal ein Testbild absenden auf uns von unserer Kamera. Der Test war erfolgreich. Wir gehen jetzt hier auf unseren FTP-Speicher zurück, tun das aktualisieren und jetzt sehen Sie hier unten auch unser Testbild von der VGA-Kamera. Wir können das wieder öffnen, sehen, das ist wieder unser Bild und somit sollte alles funktionieren. Ich hoffe, dass wir mit Ihnen diesem Video nahe bringen konnten, wie Sie auf den FTP-Speicher an einer Speedport-Route aufnehmen können. Für weitere Videos schauen Sie einfach auf insta.de im Bereich FAQ oder auf wiki.insta.de oder in unserem Insta-YouTube-Channel. Bei Fragen können Sie natürlich auch gerne unseren Support kontaktieren. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrer Kamera.